La conquête de la dernière étoile, die Eroberung des letzten Sterns. Jeder steht für einen Cup-Sieg der Walliser. 12 haben sie schon. Es fehlt noch einer, dann sind es 13, genauso viele wie im Kantonswappen. In Gedanken sind die Fans also schon beim Cup-Finale. Dasselbe kann man von den Spielern jedoch nicht behaupten. Konzentriert, spielbestimmend starten sie in die Partie. Fernandes wird gefoult und nun Vorhang auf für Carlitos. Herrlich sein Treffer zum 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Ein super Tor wie einst Roberto Assis in den 90er Jahren. Vielleicht erinnern Sie sich. Dass es bei eBay um rein gar nichts mehr geht, ist den Bernern deutlich anzusehen, wie folgende Sekunden zeigen. Sie wirken äußerst passiv, ja sogar lustlos. Sion hat einfaches Spiel. Das ist Daniel Follonier und das ist das 2:0. Erst 19 Minuten sind gespielt, Sion sowas von überlegen und das auch ohne den gesperrten Topscorer Konaté. IB quasi inexistent, außer bei ruhenden Bällen. Da haben sie vorne den 1,92 großen Oaro. Das Tor schießt aber der 1,76 kleine Carlitos. Ein Eigentor in der 32. Minute. Carlitos trifft zum zweiten Mal. Ist das nun der Weckruf für die Berner? Denkste, 2 Minuten später rollt er wieder, der Walliser Schnellzug. Follonier. Und wieder ist es Carlitos. Das gibt es doch nicht. 34 Minuten sind erst gespielt. Carlitos hat schon 3-mal getroffen. Überragend aber auch die Flanke von Follonier. Carlitos in den ersten 45 Minuten die große Figur. Und IBE zeigt sich von seiner dunklen Seite. Es geht im gleichen Stil weiter. Sion spielt sich warm für den Cup-Final. Asifua verzieht. Bei IBE passt heute einfach nichts zusammen. Sion nimmt Tempo aus dem Spiel. So kommen die Berner zu Chancen. Oaro im Zusammenspiel mit Gernt und schon steht es nur noch 3:2. Ein Resultat, welches allerdings IBE schmeichelt. Und Sion legt wieder einen Zacken zu, namentlich Daniel Follonier. Das Duell gegen Jan Leciaks, sinnbildlich für das heutige Spiel. Der Tscheche weiß nicht mehr, wo links, wo rechts ist. Und Follonier trifft zum zweiten Mal. Beeindruckend, wie er Leciaks vernascht. Follonier neben Carlitos die auffälligste Figur im Wallis. Wir sind in der 91. Minute. Wiederum wird die Abwehr ausgehebelt. Nuzzolo fault Rüffli. Penalty, keine Diskussion. Herrera nimmt Anlauf und verschießt kläglich. Beim Stande von 4:2 kann man sich das ja leisten, im Cup-Final dann aber nicht. Eine Minute später vermeintliches Handspiel von Nuzzolo und es gibt wieder Elfmeter. Und wieder darf Herrera anlaufen und wieder muss er zittern. Viel Glück trifft er zum 5:2. Und weiter geht's. Wir sind in der 93. Minute. IBE hat sich längst aufgegeben. Sion nützt dies gnadenlos aus. Michael Perrier schießt gar noch das 6:2. Ein Schützenfest im Tourbillon. Sion punktet seit 5 Spielen in Serie. Die Walliser machen auf dem Platz zurzeit alles richtig.